Hey Thomas Hinze hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gerne eingehen auf den Rückrufservice von Gulux24. Das ist nämlich eine ganz tolle, eine ganz geniale Funktion. Ich möchte dir einfach mal zeigen, was man damit machen kann, wie man diesen Rückrufservice überhaupt richtig nutzen kann. Ich bin jetzt hier schon in der Gulux Software drin und habe jetzt hier schon mal eine kurze E-Mail vorgeschrieben, ja, nur als Beispiel. Hallo, wir bringen nächste Woche ein neues Produkt an den Markt. Erste Informationen erfährst du in diesem Video. Ja, das kann man zum Beispiel verlinken mit einem Produktvideo. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere uns direkt über diese Telefonnummer oder nutze unseren Rückrufservice. Ja, und jetzt zeige ich dir einfach mal, wie man das hier einstellt. Du kannst Folgendes machen: Du gehst hier in die Platzhalter rein und suchst den Platzhalter Rückruf. Kopierst das und dann fügst du das hier einfach als Link ein. Kann das jetzt hier fett machen, unterstreichen, blau machen und dann verlinken. Einfach diesen Platzhalter einfügen, neues Fenster öffnen, einfügen. So. Und dann, ja, kann man diese E-Mail speichern. Ich zeige dir dann mal, wie das aussieht. Schicke es mir jetzt einfach mal zu. So sieht das dann in der E-Mail aus. Und wenn derjenige, der Empfänger jetzt hier raufklickt, dann sieht das halt so aus. Voilà. Und schon hat man ein fertiges Formular, wo er sich jetzt hier eintragen kann mit seiner Telefonnummer, mit der gewünschten Anrufzeit, Name, E-Mail-Adresse. Und dann schickt Gulux dir automatisch eine E-Mail. Dort steht dann halt drin, ja, Herr Müller möchte um 14 Uhr angerufen werden mit der Telefonnummer und dann kannst du denjenigen anrufen, ja. Du weißt halt, wenn er sich dort eingetragen hat, dass er wirklich Interesse hat, dass er Fragen hat, dass er mehr Informationen haben möchte. Und das finde ich einen, ja, einen coolen Service, eine sehr, sehr geniale Funktion. Was man jetzt noch machen kann, ist Folgendes. Du kannst zum Beispiel den Link hier, also das ist verlinkt, du nimmst den Link aus der Browserleiste und kannst den zum Beispiel auf deinem Blog einbinden, ja, oder auf eine Webseite einbinden, auf eine, ja, Verkaufsseite zum Beispiel unter einem Produktvideo. Klicken Sie hier, wenn Sie mehr erfahren möchten, wenn Sie mehr Informationen möchten, wenn Sie angerufen werden möchten, und dann verlinkst du das einfach mit diesem Link. Also, wie gesagt, eine sehr simple, sehr geniale Funktion, die ich jetzt verstärkt nutze. Und dort haben sich jetzt auch schon verstärkt Leute bei mir eingetragen, die ich dann halt anrufen kann. Das war's schon von mir. Ich hoffe, der Tipp hat dir gefallen. Wenn du Gulux24 nutzen willst, dann mach das einfach unter dem Link hier im Video. Und dann bekommst du als Bonus ein 1:1 Skype-Coaching mit mir, wo ich dir solche Tricks verrate und wo ich dir helfe, dein Gulux-System optimal für dich, deine Produkte und dein Business einzustellen. Das war's von mir. Einen schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao, ciao.